So, damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars The Old Republic. Unserem Live-Let's Play mit dem Sith-Marodeur. Also wir müssen in die Basis rennen. Habe ich dezent schon wieder so ein bisschen übersehen, dass es in der Basis ist. Jetzt habe ich was gut. So. Machen wir mal das Gespräch noch schnell. Es ist vollbracht. Alles, was die Tals besaßen, ist verbrannt oder zerschmettert. Gut. Sie werden keine Wahl haben, außer anzugreifen, und wir werden bereit sein. Commander! Commander, es gibt Berichte über einen Angriff der Tals. Ausgezeichnet. Auf welchen Flügel ist er gerichtet? Auf keinen Flügel, Sir. Sie sind an der Energiestation. Sie überrennen die Wachen. Sie haben Bomben bei sich. Diese Tals haben keine Angst. Selbst wenn ihre Armee in den letzten Zügen liegt, wollen sie uns noch mit ins Verderben reißen. Wenn sie die Energiestation ausschalten, haben wir keine Wärmeversorgung. Dann müssen wir evakuieren oder wir werden die Nacht nicht überstehen. Klingt ein bisschen wie Terroristen, ne? Sie laufen mit Bomben herum. Ist sie beunruhigend? Ich bin gleich da. Ich fordere Verstärkung von der Adamas Orbitalstation an. Sie sollten innerhalb einer Stunde landen können. Wow. Begebt euch zur Energiestation. Schnell! Meine, wir kriegen eben mitgeteilt, dass die Tals mit Bomben auf die Energiestation zurennen, ne? Und er teilt uns mit, der in einer Stunde trifft Verstärkung ein. Wow. Ist ja fast schon wie bei der Telekom hier, ne? Was, sie haben technische Probleme? Ja, in einer Woche kommt man Techniker. Oder in einem Monat, besser gesagt. Just wow. Ja, tatsächlich wie in echt. Bisschen traurig irgendwo. So, wollen wir mal. Ich hab's schon öfter mal gesagt, es ist immer erschreckend, wie viele Parallelen Star Wars The Old Republic immer zur Realität momentan spielt, ne? Wenn man überlegt, das Spiel ist, glaube ich, von 2011. Da sind manche Themen, die hier im Spiel vorkommen, aktueller denn je, ne? Gerade was es ein bisschen mit Terrorismus und sowas angeht, ist schon heftig. Ist schon traurig, dass das früher Fiktion war, ne? Und momentan tatsächlich so ein bisschen Alltag wird. So, wir sollten mal eventuell das ein oder andere Auge offen halten. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir hier irgendwo sogar schon mal den ersten Ra-Elite hatten. Ich glaube, das war hier in der Nähe irgendwo. Ja, ist schon schlimm. Man könnte bösartigerweise sagen, den Leuten geht es zu gut, ne? Meistens sagt man ja immer, die Leute oder beziehungsweise die Gesellschaft oder die Menschen an sich führen Krieg, wenn sie genug Zeit haben, um sich mit so Sachen zu befassen, ne? Also sind wir mal ehrlich, es gibt genügend andere Probleme auf der Welt, ne? Da brauchen wir nicht noch irgendwelche Kriege anfangen. Oh. Hier liegen eine Menge Tote rum. So. Tja, die Frage ist halt jetzt. Genug herumgehalten. Ja, ich nehme mal stark an, wir werden wieder eine Killquest kriegen. Ah ja, das habe ich mir vermutet. Das habe ich vermutet, dass wir hier wieder eine Killquest kriegen. Ich wollte gleich mal kurz so klein schlagen hier. Ist halt ärgerlich, dass wir eigentlich keine EP mehr brauchen, ne? Andererseits ist es gut, wie wir gesehen haben, wir haben eben doch mal Begleiter geschenkt bekommen. Ah, okay. Ja, manchmal kommt es auch unerwartet irgendwie. Ich hatte es damals auch, als bei uns die Werflich noch aktiv war, hatte ich das damals das große Glück, gerade da in der Ausbildungsphase gewesen zu sein. Dadurch bin ich zwar um die Einberufung drumherum gekommen,
Ich hätte dann aber nie gedacht, dass ich im Nachhinein nochmal freiwillig dahin gehe. Ich bin ja, glaube ich, vor 4 Jahren, 4 oder 5 Jahre müsste es jetzt her sein, dass ich aus dem aktiven Dienst ausgeschieden bin. Ist auch schon wieder eine Weile her. Aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, bei der aktuellen Entwicklung auf der Welt bin ich momentan ganz froh, nicht mehr bei der Bundeswehr zu sein. Weil heutzutage will ich nicht mehr unbedingt den Auslandseinsatz müssen. Wenn man mal guckt, wie krank die Amis momentan drauf sind, dass sie überall laufend fast schon den Krieg vom Zaun brechen, da muss ich nicht in irgendwelchen Gefahrenbereichen gerade sein. Ah, okay. Also hast du doppelte Staatsbürgerschaft dann, oder wie kann man das verstehen? Normalerweise, wenn du in Deutschland lebst und selbst wenn du dann doppelte Staatsbürgerschaft hast, dürftest du doch eigentlich in Russland dann keine Einberufung kriegen, oder? Würde das dann nicht eher, wenn dann, fürs deutsche Militär zählen? Ah, okay. Ja gut, das ist, da kenne ich mich nicht so wirklich mit aus. Aber ich hatte, glaube ich, mal mitbekommen, dass die türkischen Staatsbürger bei uns mit doppeltem Pass, glaube ich, auch in der Türkei einberufen werden können, wenn ich mich dann nicht irre. Ist natürlich dann auch krass. Ah, okay. Naja, aber ganz ehrlich, an deiner Stelle würde ich mir das überlegen, ob ich das mache. Weil, wenn du deutscher Staatsbürger bist, kann dich keiner dazu zwingen, quasi deine Staatsbürgerschaft dir abzulegen und nach Russland zurückzugehen. Das würde ich mir sowieso zweimal überlegen, ne? In Deutschland hast du die größere Wahrscheinlichkeit, nicht mal in den Krieg zu geraten, als wenn du jetzt in der russischen Föderation irgendwo wieder ansässig bist. Da ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich ein bisschen höher. Es hat immer so eine Sache, ob man das will. Wie gesagt, ich persönlich habe es positiv gesehen. Ne? Man bekommt halt verschiedene Ausbildungen, die man vielleicht irgendwann im Leben nochmal gebrauchen kann. Und wenn es beispielsweise nur die Überlebensausbildung ist, also sprich in der Wildnis überleben, da war ich ganz froh, dass ich die mitbekommen habe. Wie gesagt, man weiß nie, wofür man sie mal braucht. Oder halt so ein bisschen eine erweiterte Erste-Hilfe-Ausbildung, die jetzt Zivilisten nicht so in der Art und Weise kriegen. Ja, muss man halt immer wissen, ob man sich das antut, und wenn ja, auch wie lange. Ah, okay. Ja. Ja, es mag vielleicht ein bisschen merkwürdig klingen, aber ich muss ganz ehrlich auch gestehen, ich bin kein Freund von doppelter Staatsbürgerschaft, muss ich sagen. Gerade was das Militär angeht, hat sich bei mir, ich war ja damals im Ausbildungsstand und im Unteroffiziersstand, ich habe halt dementsprechend auch mit vielen Rekruten zu tun gehabt. Und da ist halt immer so ein bisschen das Problem gewesen, wem gehört so hundertprozentig deine Loyalität, ne? Auch wenn wir mal hoffen mögen, dass nie wieder ein großer Krieg ausbricht irgendwo. Aber die Frage ist halt immer, wenn du zwei Staatsbürgerschaften hast und im allerschlimmsten Fall, ne, wenn ausgerechnet diese beiden Länder, wo du die Staatsbürgerschaften hast, miteinander in den Krieg geraten würden, wem gilt deine Loyalität dann? Ne? Das halte ich immer so ein bisschen für dolle kritisch. Das sehe ich tatsächlich auch immer so ein bisschen kritisch, was die Bundeswehr angeht. Wir haben halt viele Rekruten auch drin gehabt, die zwei Staatsbürgerschaften hatten. Ne? Und da ist dann auch so die Frage, ne? Sollte es zum Krieg kommen, wem werden die Treue halten? Der deutschen Armee oder da, wo sie ihre zweite Staatsbürgerschaft haben? Das ist dann immer ein bisschen, weiß ich nicht, ob das... Ich meine, klar, die Bundeswehr braucht dringend neues Personal. Aber auf so eine gefährliche Sache dann zu setzen, weiß ich nicht, ob das so ratsam ist.
Halte ich immer ein bisschen für unbedacht, muss ich gestehen. Ist immer so eine Sache. Ja. Klar, es ist für alle Leute, die im Ausland arbeiten, ist es vorteilhafter. Du hast weniger Barrieren, wenn du beruflich auch zwischen zwei Ländern vielleicht mal hin und her reisen musst. Ist aber immer irgendwo ein Sicherheitsrisiko. Das darf man immer nicht vergessen. Achso, wir sollten die Bomben entschärfen, glaube ich. Ah ja, stimmt, die Bomben sollten wir entschärfen. Ich bin halt keine Frau, ne? Zwei Sachen gleichzeitig wird schwierig. Erzählen und auf eine Quest konzentrieren. Ja, aber das ist halt wirklich schwierig. Das ist immer wirklich schwierig. Können wir wirklich bloß hoffen, dass es wieder ein bisschen ruhiger wird auf der Welt, ne? Dass die Leute oder beziehungsweise die Menschen sich mal auf die wichtigen Themen mal wieder konzentrieren, so wie Hungersnöte oder so eine Sachen. Ja. Ohne das jetzt veralbern zu wollen, aber also solange du dann nicht irgendwann mal mit der russischen Armee hier zu uns zu Besuch kommst. Naja, aber ich denke mal, wir sind mit der Welt momentan auf so einem Stand, dass es zumindest zu keinem wirklich großen Krieg mehr kommen würde. Ich denke mal, so weit sollte die Menschheit momentan oder mittlerweile sein. Ist halt schwierige Zeit. Wie man immer so schön sagt, ne, Probleme entstehen durch die Menschen. Das ist halt immer. Das wahre Problem sind immer die Menschen. Ne? Kein Klimawandel, keine anderen Gründe. Schuld ist immer der Mensch. Das ist immer das Problem. So schnell stirbt man nicht. Naja, mal davon abgesehen, ne? Also beim momentanen Zustand unserer Truppe könnte sogar Liechtenstein, glaube ich, in zwei Tagen durch unser Land marschieren. So traurig das auch ist. Man muss es mit Humor nehmen, aber eigentlich ist es ein ziemlich ernstes Thema. Also ich glaube, in der gesamten deutschen Geschichte unseres Volkes war es noch nie so einfach, uns zu besiegen als aktuell. So traurig das klingen mag. wie hat man beim Bund immer so gesagt, der schlimmste Feind ist der Rost. Das ist immer schon ziemlich traurig. Ja, stimmt. Ja. Da. Sind ja gleich zwei sogar noch. Wo bleibt denn unsere Begleiterin schon wieder? Da gab es wahrscheinlich gerade Schuhe im Ausverkauf. Da müssen wir uns hinterherkommen. Ah. Dann ist das sowas ähnliches wie Reservist wahrscheinlich, oder? Ich dachte, ich wusste ja jetzt nicht, wie alt du bist. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das bei dir die Grundausbildung betrifft. Aber gut, wenn du da sogar schon mal warst, dann nehme ich mal nicht an, dass es nochmal die Grundausbildung ist.
Tja. So, wollen wir mal die letzte Bombe entschärfen hier. Sofern wir sie finden. Scheint irgendwo hier oben zu sein. Ah ja, hier hinten. Ah, okay. So, dann wollen wir das Kerlchen da vorne mal umboxen. Gruseliges Gesicht. Also wenn du so ein Gesicht hast, musst du dir Gedanken machen. Ich werde diesen Sieg bis zum Schluss auskosten. Die sehen so merkwürdig aus, die Dinger. So, dezent mal würgen das Kerlchen. So. Jace hat schon mal einen erledigt, das ist schon mal sehr schön. Wunderbar. Oh, kommt denn der auf einmal her? Oh. Alter. Mindestens, ne? Der hat mir eine ganz schöne Schelle gerade verpasst hier, glaube ich das? Heilige. Man merkt aber tatsächlich, dass wir die Heldenquest ausgelassen haben. Wir machen nicht so wirklich dolle viel Schaden irgendwie, habe ich das Gefühl. Wir machen nicht so wirklich viel Schaden. Oh, das ist praktisch. Können wir Jace mal wieder ein bisschen was in die Hand drücken hier. Ihr mögt mich wohl. So, wir hatten doch glaube ich noch irgendeinen Begleiter geschenkt irgendwo gekriegt, oder? War es nicht so? Nee, doch nicht. Mir war so, als ob wir schon noch ein zweites Begleitergeschenk hatten. Ja. Die Unterstützung kommt natürlich wieder erst, nachdem wir fertig sind, ne? Wie üblich. Lieutenant Auron erstattet Meldung, mein Sith Lord. Unsere Truppe ist am Boden und wir haben den Perimeter gesichert. Ihr hättet nicht schon eintreffen können, als ich gegen eine ganze Armee gekämpft habe? No. Es tut mir leid, mein Sith Lord. Wir haben sichergestellt, dass kein Thals der Falle entkommen ist. Wir werden das hier fertigstellen. Wenn ihr zur Dornbasis zurückkehrt, wird Commander Tretan euch zweifellos persönlich gratulieren wollen. Na super, also wieder zurück zur Hauptbasis. Oder? Doch. Dornbasis, okay. Also zurück zur Dornbasis. So, wir werden tatsächlich mal in die Katina gehen. Ich glaube, dann sind wir eine Etage unter der Etage, wo der Questgeber steht. So. Bisschen schade, ich hätte ganz gerne hier schon mal ein Gespräch mit Jace geführt. Wenn ihr was seht, das euch gefällt, ruft mich einfach. So. Könnte man wieder so einen schleimigen Anmachspruch bringen hier, ne? Beehrt uns doch wieder. Wenn ihr etwas seht, was euch gefällt, ruft mich ruhig. Dann so, oh, ich sehe schon, was mir gefällt. Richtig schöner, schleimiger Anmachspruch. So. Denke mal, wir sind sogar auf der richtigen Etage. Da müssen wir uns mal merken. Wenn wir hier eine Quest abgeben, müssen wir uns demnächst mal in die Katina teleportieren. Sind wir dichter dran. Können wir den Fahrstuhl einmal umgehen. Und ihr sagt, dass dieser Sith es ganz allein geschafft hat, das gesamte Kommando der Thals abzuwehren? Es klingt natürlich unglaublich, aber besprecht das doch persönlich. Mein Sith Lord, wir können unsere Dankbarkeit nicht in Worte fassen. Darf ich euch Moff Brainor, unter anderem Aufseher des Hoth-Systems, vorstellen? Die dürfen es gerne versuchen, ihre Dankbarkeit in Worte zu fassen.
Ich mag es, wenn ich gelobt werde. Ich habe gehört, dass ihr dem Moff die frohe Kunde schon mitgeteilt habt. Ja, ihr habt uns vor einem weitaus düstereren Bericht bewahrt. Ohne euch wäre die Dawn-Basis verloren gewesen und mit ihr alle Außenposten, die von ihr abhängen. Aus diesem Grund möchte ich euch um eure Meinung bitten. Würdet ihr sagen, dass Commander Triton oder Chess Captain Yudras der Verteidigung des Stützpunkts dienlicher waren? Tja, das ist jetzt ein bisschen die Frage. Ich weiß jetzt zwar nicht, welche Antwortmöglichkeit eine Auswirkung auch auf Jacer hätte, aber wir werden tatsächlich mal helle Seitepunkte in Kauf nehmen, denn der Typ, der eigentliche Kommandant jetzt stellvertretend war, ist ziemlich inkompetent, wenn wir mal ehrlich sind. Die Ratschläge von Captain Yudras bildeten einen Großteil unserer Kernstrategien. Wir haben uns enorm auf ihn verlassen. Das hatte ich erwartet. Sehr gut. Captain Yudras, ihr seid ab jetzt Colonel Yudras. Ich lege das Wohlergehen dieser Basis bis auf Weiteres in eure Hände. Hatte einfach mal zwei Ringe übersprungen. Major-Rang übersprungen und direkt zum Colonel geworden. Wow. Ein Fremdling zu befördern ist eine Sache. Zu erwarten, dass die Menschen ihm dienen, eine ganz andere. Besser missgelaunte, lebendige Soldaten als tote, glückliche. Hier zählt nur der Erfolg. Sir, wenn ihr mir die Frage gestattet, denkt ihr, die einfachen Soldaten könnten ein Problem damit haben, Anweisungen von Colonel Yudras zu befolgen? Ihr meint, ob sie sich weigern werden, Befehle von einem Chiss anzunehmen? Das werden sie zuerst. Dann werden Exempel statuiert. Macht ihnen klar, was mit den Verweigerern passiert und alles wird funktionieren. Das ist korrekt. Die schnellsten Heilmittel gegen Ungehorsam sind Gewalt und Axt. Das werde ich mir merken, Moff Brainor. Danke. Das wäre alles. Gewalt und Angst. Das lief besser als erwartet. Ich denke, wir sollten uns glücklich schätzen, dass wir hier keine Piratenprobleme haben. Ja, er bezieht sich auf ein anderes Sicherheitsproblem. Captain Reva hat am Leth-Außenposten eine Reaktoranlage an die Piraten des Weißen Schlunds verloren. Wir haben euch im Gegensatz zu Captain Reva schon viel abverlangt und seine Soldaten am Leth-Außenposten brauchen dringend Unterstützung. Wenn eure Zeit es zulässt, begebt euch dorthin. So, sehr schön. Wenn unsere Zeit es zulässt, oh, da muss ich auch mal in meinen Terminkalender gucken, ob unsere Zeit das zulässt. Achtung, jetzt sind auf beiden Seiten hier Quests. Ernsthaft? Scheint mir ein bisschen egal zu sein, in welche Richtung wir laufen. So, wir haben, glaube ich, nochmal. Das ist mein Angebot. Seht euch schnell. Brauchen wir nämlich beides nicht. Oder beziehungsweise das Ding brauchen wir nicht. Eure Credits sind jederzeit willkommen. So offensichtlich wollte ich es nicht sagen, ne? Man möchte sich ja nicht unbeliebt machen bei den Damen. Es soll ja nicht heißen, dass ich sie nur als Sekretärin einstelle, ne? Heutzutage musst du ja immer politisch korrekt antworten, ne? Musst du aber direkt darauf hinweisen, nein, sie hat mit Talenten überzeugt. Sie hat die Posten bekommen durch ihre Talente. So. Was das für Talente sind, wird dann natürlich verschwiegen. Das weiß dann nur der entsprechende Personalchef. Zu Ihren Diensten, mein Lord. So. Ja. Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Reisen wir hier mal hin. Komischerweise wird wieder nur eine Quest angezeigt. Ich bin tatsächlich jetzt mal gespannt, wann wir den Punkt erreichen, wo wir Jacer quasi offiziell als unsere Liebesbegleiterin auch haben. Okay, das klingt auch falsch. Lebenspartnerin, nennen wir es mal so. Das trifft es, glaube ich, eher. Liebesbegleiterin klingt irgendwie falsch.
Das klingt in zweifacher Weise sogar falsch, wenn man sich zurückerinnert, dass wir auf unserem Schiff versucht haben, mit Vett und Jason eine Dreiecksbeziehung zu führen. Ich gebe zu, das war nicht unsere Glanzstunde. So. Okay, tja, das eine ist zwar naheliegender, aber ich würde mal sagen, wir machen erstmal die Quest im Norden. Na, komm schon. Da war's wieder, ne? All-Terrain Stuck Transporter. Du weißt erst dann, dass du beim Imperium bist, wenn du mit deinem Kampfläufer an jeder Ecke hängen bleibst. All-Terrain Stuck Transporter. Müssen wir ganz schön weit laufen, wie das aussieht. Yeah. Lass mich raten, wir kommen hier nicht drüber. Ah, kommen aber drunter durch. Gut. Kommen Gott sei Dank zumindest drunter durch. Ach Gott, ist ja sonst wo. Haben wir ein ganz schönes Ende Weg gerade vor uns. So, wir werden mal gucken, ob wir hier irgendwie eventuell zumindest den Punkt hier entdecken können. Ja. Haben wir zumindest diesen Posten hier mal entdeckt. Hm. Auf zur Quest. Auf zum Atem. Hm? Auf zum Atem. So, ist das ein republikanisches Lager? Der ist doch beinahe in ein republikanisches Lager reingestratzt. Ist so toll. Überall zumindest mal so ein bisschen die Umgebung aufdecken. Auch mal nebenbei immer mal noch so ein bisschen machen. Ach, diese wunderbare, abwechslungsreiche Landschaft. Links weiß, rechts weiß. Ist das nicht schön? Ich sag ja, der aufgezwungene Skiurlaub, ne? War hier richtig? So, ich würde aber mal sagen, die Uhr sagt, wir sind gleich bei einer halben Stunde ungefähr. Machen wir schon mal ein Folgenpäuschen. Nächste Folge werden wir dann mal schauen, was uns hier in der Höhle erwartet. Und wie weit wir tatsächlich auf Host dann direkt schon kommen in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Wenn ihr mögt, auch ein Abo, ne? Dann verpasst ihr weder Content und könnt mich gleichzeitig kostenlos ein bisschen auf dem Kanal unterstützen für meine Arbeit. So, dann würde ich sagen, ciao, ciao und bis zur nächsten Folge. Möge die Macht mit euch sein.